Willkommen zum Frequent Traveler Weekend Update Nummer 19. In der heutigen Ausgabe geht es natürlich sehr viel wieder um Lufthansa. Lufthansa hat eine Business Light angekündigt, hat die Business Class reduziert auf einigen Flugzeugen, gedanklich zumindest. 10 Flugzeuge bekommen sogar eine First Class als A350. 787er Dreamliner, die nicht für Lufthansa hergestellt worden sind, kommen in die Lufthansa-Flotte noch dieses Jahr, bekommen eine, ja, die Business Light. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Dann als nächstes, man hat eine Absage erteilt an die 380er als Frachtmaschine oder als Kombimaschine bei der Lufthansa. Dann gab es bei den Interconti Hotels eine, ja, traurige Nachricht, dass eines der schönsten Interconti Hotels in meinen Augen, das in Davos, wird ausgeflaggt bei IHG und ist es schon und heißt jetzt Alpengold. Gab ja da mit dem Konsortium, das gemacht hat, schon nach einem Jahr Probleme. Dann ist das Ding ja irgendwie pleite gegangen, ist zurück an die Credit Suisse. Jetzt sind sie Einzelkämpfer, sind also nicht mehr bei IHG. Thailand hat gesagt, sie wollen Phuket nur öffnen, wenn Corona oder Covid, egal wie es heißt, auf Null ist. Und last but not least, Malaysia. Ja, sie trennen sich von den A380ern für immer. For good, wie man es so schön in Englischen sagt. Ja, also, Themen heute habe ich euch genug genannt. Nicht alles, was ich euch jetzt genannt habe, kommt natürlich nach dem Intro. Aber bleibt gespannt. Hyatt hat auch eine Promotion. Nach dem Intro geht's weiter. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Auch an dem heutigen Samstag gibt es ein Weekend-Update. Vielleicht bringt ihr es erst am Sonntag ausgestrahlt, weil ich heute eine andere Folge mache. Ja, ich ziehe eine Folge vor. Ihr kriegt das also am heutigen Sonntag, aber es ist am Samstag aufgenommen. Abends allerdings. Also insofern die neuesten Nachrichten dieser Woche für euch. Und ja, wir müssen anfangen mit der Lufthansa. Warum müssen wir mit der Lufthansa anfangen? Die Lufthansa hat uns diese Woche so viele Nachrichten gebracht. Letzte Woche habe ich euch ja schon erklärt, was mit der Business Class passiert, weil man sie reduzieren will. Jetzt haben sie uns vor die Tatsache gestellt, haben gesagt, hey, es gibt eine Business Class Light. Der Name ist vielleicht nicht von der Lufthansa unbedingt, aber von der Presse. First Class als eine Suite im A350er. Man bekommt 787er, die nicht für Lufthansa hergestellt worden sind. Also ganz viele Informationen auf einmal. Und lasst es mich für euch einfach mal von vorne aufbereiten. Ja, also man sieht bei den Geschäftsreisen gute Erholungen. Das heißt also, die Zahlen gehen wieder hoch. Aber nichtsdestotrotz sagt die Lufthansa, wir setzen mehr auf die Premium Economy. Deshalb bekommt ja die Swiss die Premium Economy. Lufthansa will die Premium Economy erweitern, ja, zu Lasten der Business Class. Das war ja schon alles, was ich letzte Woche euch erklärt habe. Aber da muss man doch einfach mal schauen, was hat man da ganz genau gesagt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ja Anfang des Jahres gesagt, es wird kleinere Business Class-Abteile geben, ja, wie bei der Bahn nennt er das, und einen größeren Premium Economy-Anteil. Dann hat am 29. April Remco Steenbergen erstmal so ein paar Details dazu gesagt, hat dann was nachgeworfen und hat gesagt, die Zahl der Business-Class-Sitze in den A350 kann zum Beispiel von 48 auf 36 reduziert werden. Heißt also ganz einfach, dass man wirklich mehr Sitze in der Premium-Economy oder in der Economy-Class haben möchte. Warum ist das jetzt nicht ganz so unglaublich oder so eine Überraschung? Ganz einfach deshalb, weil es das ja schon gibt. Es gibt ja zwei Versionen mit 48 Business Class Sitzen, 21 Premium Economy Sitzen und 224 Economy Sitzen. In der Variante 2 hat der ganze Spaß 36 Sitze, also ihr seht schon mal 12 weniger. 21 Premium Economy, die bleibt gleich, bekommt aber 262 Economy Class Sitze, also 224 zu 262. Gott sei Dank noch gelesen. Ja, 26 der A350er sind noch nicht ausgeliefert. Und das nutzt die Lufthansa jetzt, um festzustellen, hey, wir haben ab München keine First Class mehr. Ja, ganz genau. Da gibt es dann in meinen Augen das meiste Überraschungspotenzial. Es wird eine First Suite eingebaut. Heißt also, dass man jetzt mit den 19 747-8er, die man hat, 9 sind im Gebrauch, 10 sind geparkt, die 20. hat man nicht abgenommen, die aber Gott sei Dank irgendwie letzte Woche verkauft worden ist oder die Wochen davor. Und hat dann festgestellt, 340-600 ist tot.
380 ist scheintot, kommt wahrscheinlich auch nicht wieder. Heißt also, man hätte nur noch 152 First-Class-Sitzplätze im Angebot. Wie komme ich drauf? 8 mal 19. So einfach ist das gerechnet. Und ab München gibt es keine First-Class. Ja, es gibt ab München keine First-Class, weil die 340er nicht mehr da sind und die 380er ja auch nicht mehr fliegen. Also insofern hat man sich da was einfallen lassen. Man nennt das Ganze Mini-Suiten. Da sollen 4 Stück in einer Reihe sein und die sollen dann quasi ja, den First-Class-Passagier glücklich und zufrieden stellen. Und die sollen auch relativ zeitnah kommen. Heißt also, man geht davon aus, ab 2023 sollen die dann kommen. Heißt wahrscheinlich, dass es bis dahin keine First-Class bei der Lufthansa ex-München geben wird. Und jetzt sagt ihr, hey, diese Mini-Suiten, kenne ich doch von den 350ern von Malaysia Airlines. Ganz genau. Die sind als First in den Handel gekommen, sage ich jetzt einfach mal, aber man hat sie dann in Business-Suiten umgetauft. Ja, warum? Ganz einfach, der Markt hat sie wahrscheinlich nicht so ganz angenommen. Und damit sollen halt wirklich die nächsten 10 Maschinen in genau dieser Konfiguration kommen. Warum ist das kein Problem oder warum ist das etwas, was vielleicht nicht für die Lufthansa-Arten ganz, ja, so irgendwie out of the blue kommt oder sowas. Oder Paul Estupay, der ja für die ganze Geschichte zuständig ist, Interior und so weiter. Weil die Swiss ja schon lange überlegt, die Business Class auch zu verkleinern und die First Class zu verkleinern. Da hat ja jedes Flugzeug eine First Class, was im Intercont-Verkehr ist. Heißt also, dass man da ganz einfach das Konzept der Swiss vielleicht aus der Schublade genommen hat und gesagt, hey, das machen wir. Und die Swiss wird das dann wahrscheinlich genauso machen, wird dann auch im Prinzip eine andere Farbe, aber derselbe Sitz, was ja keine schlechte Geschichte ist. Ich persönlich finde den Sitz in der First Class von der Swiss wesentlich besser. Aber nichtsdestotrotz ist das für die Swiss dann natürlich auch so dieses Stüpli, wie man das nennt, das ist ja das Compartment, wo die Business Class mit den 2 Reihen ist, dann wird das das kleine Stüpli in der First Class, was natürlich sensationell wäre. Ja, dann habe ich euch noch eine Sache vorenthalten, die 787er. Was hat es damit auf sich? Lufthansa hat irgendwie 4 787er gefunden, die für Norwegian bei Boeing noch gestanden haben, weil Norwegian hat ja ihre Langstreckenpläne, ja, haben gesagt, machen wir nicht mehr, machen Kurzstrecke. Es ist dann irgendwie so ein Ableger gegründet worden, aber die Norweger haben da kein Geld. Der 5. weiß ich gar nicht, wo der herkommt, der ist auch für irgendeinen Kunden gewesen. Ihr könnt es mir ja unten in die Shownotes reinschreiben und alle, die aufgepasst haben, wissen, ich habe den Abonnierbefehl nicht gegeben, subscribe, subscribe, subscribe und Daumen hoch natürlich nicht vergessen. Also an der Stelle und unten die Kommentare. Also da seid ihr dann wieder gefragt. Ja, also die 787, die kommen noch dieses Jahr. Die sind fertig produziert, die stehen auf Halde. Die kannst du einfach so mitnehmen, wie beim Autohändler, der dann ein Auto hat im Vorführraum und sagt, ja, der gefällt mir, den wollen wir verkaufen. Ja, okay, nimmst du mit, zack, brauchst auf die Bude nicht warten, hast du direkt da. Ja, welche Business Class kommt da rein? Große Frage, große Frage. Die alte Business Class wird es auf jeden Fall nicht sein. Das heißt also, es wird die neue Business Class sein, wo jeder Sitzplatz an den Gang rauskommt. Vielleicht wird es Herringbone. Man weiß es nicht. Also ich fände es spannend vom Konzept her, was da kommen kann. Es ist also wirklich keine komplett neue. Die neue soll erst in 2023 kommen und zwar in einer 787 oder in einer 350. Da ist noch nicht ganz die, ja, die Würfel sind nicht gefallen, es ist noch nicht sachlich ganz klar, weil sich wirklich die 777X, zu der sich die Lufthansa, und das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, wieder ganz klar bekannt hat. Und damit müsste man jetzt einfach wirklich schauen, dass man da was anderes macht, weil die kommen 2024. Und das Business Class Produkt, hey, no disrespect, liebe Lufthansa-Arten, seid mir nicht böse, wenn ich sage, es ist speziell, um es mal höflich zu formulieren. Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt. Aber ganz wichtig ist ganz einfach, jeder Sitzplatz soll an Gang kommen und uns wurde versichert aus einem der Clubhouse-Talks, unten ist der Link für Clubhouse, also wer noch keinen Clubhouse-Talk bei uns mitgemacht hat, sollte kommen, wurde uns von Lufthansa-Seite versichert, das wird phänomenal. Also, wir lassen uns überraschen. Und was auch noch eine Info ist, ist ganz einfach, vielleicht werden die alten Flugzeuge auch retrofittet. Das heißt also, dass Flugzeuge, die schon in der Line sind, also die schon für die Lufthansa fliegen, mit den alten Sitz vielleicht die neuen Sitze bekommen. Ehrlicherweise nicht alle Flugzeuge, weil sie schon zu alt sind, dass es sich nicht mehr lohnt. Da rechnet die Lufthansa natürlich mit einem ganz, ganz spitzen Bleistift. Also,
Es sind interessante Zeiten ab 2023, dieses Jahr mit der Business Lights, schon mal anderthalb, zwei Jahre vorher. Super Geschichte, also ich freue mich schon darauf. Airbus. Ja, Airbus. Airbus ist ja auch so ein Kandidat, der im Moment sehr viel Glück hat. Die Flugzeuge, ja, trotz der Krise gehen ja immer noch fast wie geschnitten Brot. Man will die 320er Produktion wieder hochfahren. Also insofern, da passiert was. Und da hat man halt jetzt im April nochmal neue Bestellungen erhalten. Und zwar, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man vom Ladenhüter sprechen kann, wie das in der Presse gesagt wird, oder von einem, ja, problematischen Flugzeug, der 318 und natürlich auch den 319er Neo. Das sind alles jetzt Flugzeuge, die sich nicht ganz so verkaufen, weil da gibt es natürlich auch hausintern mit dem 220er, was in meinen Augen vielleicht sogar das bessere Konzept ist, finde ich vielleicht auch vom Kabinengefühl und so weiter, aber schreibt das auch unten in die Kommentarspalte rein, wie ihr den 220er findet. Denn im April bestellte ein nicht genannter Kunde aus dem Segment Regierungsbusiness und Privatjet einen weiteren 319 Neo. Und damit ist halt der Orderbestand, also der Bestellbestand des Flugzeuges bei 73, von denen schon drei ausgeliefert sind. Also müsste es bereinigt 70 sein. Weiß gar nicht, warum die das nicht machen. 45 Auslieferungen im März des Kassenschlagers. Da gehen die größere Geschwister des 319 Neo, der 320 Neo und der 321 Neo. So ordete sogar Delta Airlines von den 321 Neon 25 weitere Stücke. Auch die XLR und so weiter, die sind ja auch sensationell von der Performance her. Deshalb, die Avalon kaufte auch 320er Neos, 321er Neos, 8 Stück. Andere Kunden stornierten leider allerdings 16 320er und 321er Neo. Und im April hat man also 45 Flugzeuge an 30 Kunden ausgeliefert, 3 A220er. 34 Flugzeuge der A320-Familie, davon 31 Neos. Finde ich auch spannend, dass noch die alten verkauft werden. 2 330 Neo, 6 350er. Und im März waren es noch etwas mehr Auslieferungen. Aber das ist halt das Geschäft. Russland. Wir hören ja sehr wenig von russischen Fluggesellschaften, weil ich natürlich selber, ja, wie soll ich sagen, ich bin da so ein bisschen gespalten. Nichtsdestotrotz gibt es in Russland die Fluggesellschaft Azimut Airline. Die haben nur russische Flugzeuge. Also wirklich alles, was in Russland gebaut wurde, kam für die nur in Betracht. Jetzt haben sie gesagt, nein, wir wollen in den Westen fliegen. Und wenn man in den Westen fliegt, ist ein Flugzeug aus westlicher Produktion anscheinend das Maß aller Dinge. Und da möchte man sich einen A220 zulegen, beziehungsweise 6 zulegen. Also als Modell in 220er, aber 6 Stück davon mit jeweils 150 Sitzplätzen. Damit weiß der geneigte Zuschauer, das handelt sich um die 300er-Variante, das heißt also um den größeren, der da ist. Und Vitali Vantsev hat wirklich gesagt, man möchte Flüge ins Ausland machen, ins europäische Ausland, vom Rostov am Don. Coole Nachrichten wieder für Airbus, dass also dort Flugzeuge verkauft werden können. Dann gibt es noch ein Thema aus dem Bereich Hotels. Und ihr wisst ja, meine Lieblingskette ist Hyatt. Und bei Hyatt gibt es wieder eine Promotion. Das ist die sogenannte Bonus Journey. Und da sagt ihr, hey, Bonus Journey, das kenne ich doch. Das gibt es doch schon länger. Ja, das gibt es schon länger, aber ist halt quasi verlängert worden. Da gibt es jetzt 2000 Bonuspunkte für 2 Nächte. Und nach 10 Nächten gibt es noch ein Free Night Certificate, allerdings nur in der Kategorie 1 bis 4. Es gibt aber mehr Kategorien ansonsten. Also insofern eine interessante Geschichte. Registrierzeitraum 23.02. bis 15.05. Heißt also im Prinzip, ihr seid einfach verlängert worden, wenn ihr es hattet. Und der Reisezeitraum, der ist natürlich auch verlängert worden. Also insofern alles easy peasy. United. Das Schwesterprogramm in der Star Alliance von der Lufthansa, nenne ich jetzt einfach mal so, habt natürlich miteinander nicht wirklich was zu tun, außer dass sie in der Star Alliance sind, feiert 40. Geburtstag. Und bei einem 40. Geburtstag werden ja Preise verlost. Und man hat bei den Preisen ganz bewusst die Leute, die in der Medizinsparte, in der Healthcare sind, hat man bevorzugt, hat zu denen gesagt, hey, unter denen verlosen wir jeweils 1 Million Meilen
an 4 Leute. Also das heißt, 4 Millionen Meilen werden verlost an 4 Leute. Jeder kriegt also 1 Million. Und wer halt nicht in dem Healthcare arbeitet, also im Gesundheitswesen arbeitet, der hat trotzdem eine Chance, an Promotions, an anderen Dingen teilzunehmen. Also insofern, checkt eure E-Mails von United, damit ihr wisst, ob ihr vielleicht gewonnen habt oder ob ihr gewinnen könnt. Ganz genau. Wenn ihr gewonnen habt, Shownotes reinschreiben, damit auch die anderen erfahren und neidisch sind, was es gibt. Ich selber, mein United-Konto ist still, ruht der See. Und ich bin bei United nicht mehr so aktiv. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die eigentlich sagen, ich habe keinen Status, warum will ich Status, brauche keinen Status, bin preisbewusst, sage ich, hey, okay, muss es auch geben. Amex, American Express Karteninhaber bekommen mit der Platin-Karte, was sagt Senator-Karte, mit der Platin-Karte Zugang zu den Business- und Senator-Lounge in München und ist momentan auf die neuesten Lounges im Satellitenterminal halt beschränkt, aber der Satellit ist ja geschlossen, deshalb geht das für die anderen und man muss wichtigerweise sagen, ihr müsst im Besitz eines Tickets sein. Das sind so viele Informationen. Mit einem Economy-Class-Ticket von der Lufthansa, Austrian oder Swiss, um den entsprechenden Zugang zur Business-Lounge zu haben. Das heißt also, mit dem Economy-Class-Ticket geht das. Solltet ihr aber als Platin-Card-Inhaber eine Business-Class-Ticket in der Hand halten, scheiß Deutsch, ne? Solltet ihr also ein Business-Class-Ticket in der Hand halten, dann kommt ihr sogar in die entsprechende Senator-Lounge vor eurem Flug. Also wichtig von der Lufthansa, Austrian, Swiss oder Lufthansa-Gruppe. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, die silberne Karte, ja, was interessiert mich die Platin-Karte? Ich habe die schwarze Karte, die Centurion-Karte. Dann sage ich euch, good for you. Dann kommt ihr nämlich selbst mit der Economy-Class-Tickets in die Senator-Lounge. Coole Sache. Es ist also quasi aus diesem, ja, nennen wir es Probelauf, der da gewesen ist, ist es jetzt eine fixe Sache geworden. Also, turbo gut für die, die Amex haben. Ihr habt aber auch noch Priority Pass. Ihr wisst, es gibt natürlich nicht überall Priority Pass. Deshalb ist das eine super Geschichte und das ist jetzt ein fixer Vorteil für euch. Ganz genau. Ja, wir sind jetzt schon fast wieder bei 19 Minuten und dann gehen wir langsam dem Ende zu, auf die Schlussgerade, wie ein Sprint. Ihr merkt ja, wie ich hier durchhechte mit den News. Und am Ende kommt halt wirklich immer wieder die Risikogebiete ab dem 9.5., also ab dem Sonntag, dem heutigen Sonntag, obwohl ich es gestern am Samstag aufgenommen habe. Risikogebiete und so weiter haben sich geändert. Das heißt also, neue Virusvariantengebiete gibt es keine neuen seit der letzten Änderung. Neue Hochinzidenzgebiete sind Costa Rica, Georgien, Malediven und Nepal. Das sind alles Hochinzidenzgebiete. Neue Risikogebiete sind Malaysia, Norwegen, gewisse Provinzen davon, Vereinigtes Königreich, Großbritannien, Nordirland und natürlich Anguilla gilt nun auch als Risikogebiet. Es gibt keine Gebiete, die nicht mehr als Virusvariantengebiet gelten. Also das heißt, da hat sich keine Änderung ergeben. Und dann von Hochinzidenzgebieten, die sich zu Risikogebieten herabstufen haben lassen können. Dadurch, dass sie halt da einen geringeren Inzidenzwert haben. Armenien, Montenegro, Polen und Ungarn sind wieder Risikogebiete. Gebiete, die derzeit nicht mehr als Risikogebiete gelten. Albanien, dann Finnland, Region um Helsinki und so weiter zum Beispiel und noch andere Gebiete. Malta ist auch kein Risikogebiet mehr. Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Nordirland gilt auch nicht mehr als Risikogebiet. Was war das denn da mit England? Moment, da muss ich noch einmal gucken. Conflicting Information. Ne? Ja, also mit England, da müssen wir noch ein bisschen kurz aufpassen und gucken. Aber das waren die neuen RKI-Zahlen für euch. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte rein, wie ihr die heutige Ausgabe gefunden habt. Denkt daran, mir ein Like dazulassen. Denkt daran, einfach einen Kommentar dazulassen. Und denkt daran, zu abonnieren, damit wir vielleicht auch wirklich über die 1000 Abonnenten bald kommen. Wäre für mich ein richtig toller Meilenstein. Und ich hoffe, für euch ist das doch toll, wenn ihr mich unterstützen könnt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart beim Frequent Traveler TV Weekend Update Folge 19.
Mit den Informationen lasse ich euch in das wunderbare Wochenende. Genießt das Wetter draußen, sofern es schön bleibt. Hier in Tallinn ist es schön. Also insofern, bis bald und ciao.